Hallo Kinder, gut, dass ihr da seid. Ich möchte euch nämlich heute wieder einen tollen Beruf erklären. Heute bin ich nämlich Wissenschaftler. Und deswegen habe ich hier einen Versuch aufgebaut. Als Wissenschaftler macht man nämlich Versuche. Und man untersucht Sachen. Und guten Tag. Und man muss neugierig sein, damit man was Neues rausfindet über die Natur und die Welt. Genau, damit man was Neues rausfindet über die Natur und die Welt. Hallo Grubi, ich bin Ralf. Was machst du denn hier? Oh, das erkläre ich jetzt dir und den Kindern zu Hause. Wir haben hier ein sehr großes und schweres Gewicht, das ich hochheben möchte. Aber wie man sieht, ist es viel zu schwer, um es hochzuheben. So, und nun möchte ich mit diesem Versuch hier herausfinden, ob es leichter wird, dieses Gewicht hochzuheben, wenn man mit einem Seil über diese Rollen versucht, es hochzuheben. Total interessant. Ja, und jetzt ist es soweit. Ralf, wenn du möchtest, kannst du mein Assistent sein. Sehr gern. Und an diesem Seil dort ziehen. Einfach hier ziehen? Jawohl. Ganz leicht. Es ist ganz schwer. Das Gewicht ist sehr, sehr schwer. Ich krieg's kaum hoch. Ach was, das kann doch gar nicht sein. Wahrscheinlich bist du einfach nur zu schwach. So. Hast du's? Ja, du kannst loslassen. Okay. Grobi? Grobi, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, geht schon. Naja, das hat ja schon mal ganz gut geklappt, nicht? Naja, ich weiß nicht. Aber als Wissenschaftler müssen wir weiter nachdenken und dürfen uns davon nicht entmutigen lassen. Genau. Wenn wir jetzt diesen Versuchsaufbau etwas anders aufbauen, dann haben wir einen Flaschenzug. Was? Was wollen wir denn mit einem Flaschenzug? Wir wollen doch dieses Gewicht hochheben und keine Flaschen, Ralf. Ja, das nennt man nur so. Ach so, also, das nennt man nur so. Ich nehme das hier ab. Was? Und das Seil mache ich stattdessen hier oben dran. Oben dran? Und die Rolle drehe ich um und befestige sie am Gewicht. Am Gewicht, genau. So. So. Okay, also, das Seil hängt jetzt hier fest am Baum. Am Baum. Geht hier runter, läuft über diese freie Rolle. Über die freie Rolle. Daran hängt das Gewicht. Daran hängt und das Gewicht. Das Seil läuft dann hier weiter über die zweite Rolle. Ja, natürlich. Und das ist der Flaschenzug. Und du musst jetzt nur da ziehen. Einfach hier ziehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Ralf. Ich glaube schon, dass das funktioniert, Nein, Grobi. Im Leben nicht. Doch wohl. Nein, da wird überhaupt nichts passieren. Doch. Aber wenn es dich glücklich macht, dann ziehe ich gerne mal an dem Seil. Und? Ich ziehe an dem Seil und wie wir sehen... Ist das toll? Habe ich das Gewicht nach oben gezogen? Oh ja. Und es war überhaupt nicht so schwer? Oh nein. Das liegt am Flaschenzug. Du musst zwar eine viel längere Strecke ziehen, aber dafür brauchst du halb so viel Kraft, um dieses Gewicht hochzuziehen. Mhm. Ja, und das, obwohl wir ein Gewicht und keine Flaschen hochheben. Ganz genau. Und jetzt, liebe Kinder, wisst ihr, was ein Wissenschaftler macht? Er wickelt ein Seil um einen Baum und dann befestigt er Rollen an einem Gewicht. Nicht ganz, Grobi. Ein Wissenschaftler versucht, Sachen über die Natur herauszufinden. Und wenn mal ein Versuch nicht so funktioniert wie geplant, dann denkt er weiter nach, verändert den Versuch und forscht weiter. Genau. Ralf, ich glaube... Aus dir kann auch mal ein sehr guter Wissenschaftler werden. Ich glaube, aus dir auch. Vor allem, wenn du so eine schicke Brille trägst. Oh, vielen Dank. Oh, da, es geht los. Hallo, ich bin Alex. Und ich bin Elmo. Und wir beide erklären euch heute das Wort des Tages. Ja! Wie lautet denn das Wort des Tages? Das Wort des Tages heißt... Schwerelos. Mhm. Was für ein Los? Schwerelos. Mhm. Sollen wir das den Kindern mal zusammen erklären? Ja, warum nicht? Dann lass mal schauen. Mhm. Dann bring doch mal bitte diesen Stein da hinten. Den Stein? Ja gut, wenn du meinst. Hier auf der Erde gibt's nämlich die Schwerkraft. Und die zieht leider alles nach unten. Ach, du, der
schwere Stein ist. Oh, der sieht wirklich schwer aus. Der ist wirklich sehr schwer. Ja, dann pass mal auf, dass dir der schwere Stein nicht auf die Füße fällt und dann lass ihn mal los, einfach. Ich soll ihn loslassen? Jupp. Na, wenn du willst. Das war knapp, aber siehst du, der Stein ist runtergefallen. Ja, weil er schwer ist. Ja, die Schwerkraft wirkt eben auf alle Dinge hier auf der Erde. Und schwerelos, das ist dann... Ah, das weiß ich. Schwerelos ist denn etwas, was nicht so schwer ist wie der Stein. Hm, zum Beispiel hier, diese Feder. Ja, die ist natürlich schön leicht, aber die Schwerkraft, die wirkt trotzdem auch auf die Feder. Aber die ist nicht schwer, die ist leicht. Dann ist es keine Schwerkraft, dann ist es Leichtkraft. Ja, da hast du natürlich irgendwie recht, ja. Aber die Schwerkraft, die wirkt auch auf leichte Dinge. Pass mal auf, wir nehmen die hier einfach mal so und lassen die los. Na sowas, die fällt ja wirklich runter. Ja, und das ist deshalb, weil die Schwerkraft hier auf der Erde tatsächlich auf alle Dinge wirkt. Im Weltraum, da ist man dann aber schwerelos. Du kannst mir viel erzählen. Woher willst du denn das wissen? Ja, aber ich bin doch Astronaut. Ich war im Weltraum und hab's selbst gesehen. Ah, oh, wirklich? Ja, und weißt du was? Im Weltraum, da sind nicht nur Steine und Dinge schwerelos, sondern ich selbst war auch schwerelos, als ich dort war. Du? Ja. Aber du bist doch noch schwerer als der Stein. Ja, aber im Weltraum ist wirklich alles und jeder schwerelos. Ah, oh, dann will ich auch schwerelos sein. Mhm. Ja, dabei gibt's leider nur ein Problem, denn schwerelos, das kann man nur im Weltraum sein. Nee, ne? Guck mal, ich bin schwerelos. Seht ihr das auch? Ein tolles Gefühl. Ja, das ist aber völlig unmöglich. Wieso, wenn ein dicker Stein, eine Feder und sogar du schwerelos sein können, dann kann das auch ein kleines rotes Monster. Nee, das ist schwerelos, das kann man nur im Weltraum sein. Wirklich? Bist du sicher? Absolut sicher. Oh, schade. Ja, du. Alles in Ordnung? Ja, ist nichts passiert. Ich bin weich gefallen. Auf die Feder. Schwerelos. Hey. Was machst du da, Ernie? Hallo, Bert. Ich lese gerade was über Wissenschaft. Wissenschaft? Mhm. Ich wusste nicht, dass dich sowas interessiert. Und wie, Bert? Ich liebe Wissenschaft. Oh, hey, ich liebe auch die Wissenschaft. Ich möchte gerade ein wissenschaftliches Experiment machen. Hilfst du mir? Ein Experiment? Hm? Oh ja, aber gern. Ich... Warte mal, was muss ich da machen? Oh, weißt du, das ist leicht, Bert. Alles, was du tun musst, ist springen. Springen? Das klingt aber nicht besonders wissenschaftlich. Aber das ist es, Bert. So steht's hier in meinem Buch. Teil 1 von dem Experiment. Bitte eine Person... zu springen. Tja, okay. Wie ist das? Großartig, machst du toll, Bert. Ja, jetzt kommt hier auch schon Teil 2. Pass auf, beobachte die Person, die springt und schreibe alles auf, was dir auffällt. Beobachten ist ein wichtiger... Okay, dann fang doch an, mich zu beobachten. Okay, Bert, ich mach ja schon. Wie ich beobachte, springt Bert. Rauf und runter, rauf... Kann ich jetzt aufhören, Ernie? Nein, Bert, du kannst nicht aufhören, ich beobachte noch. Rauf, runter, beobachten ist ein wichtiger Teil der Wissenschaft. Okay, beobachte mich weiter, Ernie. Wollen mal sehen. Also ich beobachte Bert, wie er rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter springt. Kann ich aufhören, Ernie? Rauf und runter. Was ist, Bert? Ich sagte, kann ich aufhören, Ernie? Oh nein, Bert, ich habe noch nicht alles beobachtet und notiert, was ich gesehen habe. So ist die Wissenschaft. Wissenschaft ist okay, aber ich werde müde. Das weiß ich, weil ich ja beobachte, wie du keust und pustest. Keust und pustest. Keust und pustest. Oh, was ist das? Deine Augenbrauen. Deine Augenbrauen ziehen sich zusammen. Ernie, kann ich endlich aufhören? Was gibt's? Ich sagte, kann ich aufhören? Noch nicht, Bert. Ich beobachte dich noch immer. Ich beobachte, dass Bert mit den Armen kräftig nach oben und unten flattert. So wie es ein Huhn macht. Ernie! Flattern. Oh, Bert spricht plötzlich unglaublich laut. So, das war's, Ernie. Ich werde aufhören. Ich werde kein bisschen mehr springen. Oh, ist in Ordnung, Bert. Denn jetzt wird es Zeit für Teil 3 von dem Experiment. Oh nein, es gibt ganz bestimmt keinen Teil 3. Ich bin nämlich fertig. Ich bin durch mit diesem Experiment. Ich werde kein einziges Mal mehr springen. Tja, Bert, das ist schade, weil in Teil 3... wollte ich beobachten, wie du schönen, kühlen Traubensaft trinkst. Aber
Jetzt muss ich ihn wohl selbst trinken. Beobachte mich. Ich liebe die Wissenschaft. Hallo. Heute werde ich ein Experiment machen. Genau, ein Experiment. Und dafür habe ich mir sogar einen Laborkittel angezogen. Ja. Also, das Erste, wenn man ein Experiment macht, ist, dass man eine Frage stellt. Ja, man findet Dinge heraus, wenn man Fragen stellt. Also gut, hier kommt meine Frage. Also, schmecken Kekse gut? Sehr schwerwiegende Frage, stimmt's? Hä? Wir werden's schon rauskriegen. Also gut, zum zweiten Teil des Experiments. Die Planung. Ja. Wir sorgen dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Entschuldigen Sie, bringen Sie bitte den Keks. Hier Ihr Keks. Er ist bereit. Danke, wie ich sehe, sind Sie ein echter Wissenschaftler. Oh ja. Oh, ein Prachtstück. Vielen Dank, danke sehr. So, und das ist alles, was wir brauchen. Die Planung ist abgeschlossen. Also, jetzt müssen wir das Ganze auf die Probe stellen. Also, ich muss den Keks probieren. Okay, ich habe den Keks probiert. Und jetzt muss ich jemandem erzählen, was ich soeben über den Keks herausgefunden habe. Tja, dann wollen wir doch mal sehen. Nein, nicht dem Wissenschaftler, der kennt sich schon aus. Oh, ich erzähle es euch. Okay, also... Ich denke, der Keks hat gut geschmeckt. Ja, ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also muss ich das Experiment wiederholen. Noch einen Keks, bitte. Vielen Dank. Danke, Herr Wissenschaftler. Noch einen Keks. Das machen Sie wirklich hervorragend. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Okay. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Keks gut schmeckt. Aber ich möchte doch lieber absolute Gewissheit haben. Ich muss das Experiment wiederholen. Noch einen Keks, bitte. Ach, bringen Sie die ganze Schachtel. Das war Zeit. Ja. Oh, vielen Dank. Danke, Herr Wissenschaftler. Und jetzt? Jetzt wiederhole ich nochmal das Experiment. Ah, Entschuldigung. Okay, jetzt bin ich mir ganz sicher. Jetzt bin ich absolut und felsenfest davon überzeugt. Kekse schmecken gut. Oh, und die Schachtel war auch nicht schlecht. Experiment beendet. Ich liebe die Forschung. Sesamstraße präsentiert Berts Experimente Strom. Oh, schön, dass ihr alle da seid. Heute zeige ich euch wieder ein tolles Experiment. Es geht um elektrischen Strom. Dieser kommt in der Regel aus der Steckdose und wird benötigt, um elektrische Geräte zum Laufen zu bringen. Zum Beispiel Kühlschränke, Haarföhns, Glühbirnen und vieles andere. Oh, Ernie, gut, dass du gerade vorbeikommst. Hier kannst du was lernen. Oh, tja, aber ich wollte mir gerade schön braun getoastetes Toast machen, Bert, weißt du? Braun getoastetes Toast? Mhm. Das muss jetzt warten, Ernie. Ich habe hier einen wissenschaftlichen Versuch aufgebaut. Mhm. Schau mal hier. Na, was sagst du? Ja, sieht toll aus, Bert, aber... Danke, Ernie. Aber toll wird es erst, wenn ich an dieser Kurbel drehe. Mhm. Tatsächlich? Allerdings, pass auf. Mhm. Ja. Oh, Bert, schau mal, diese Lampe leuchtet. Ja, das mach ich. Ich erzeuge nämlich gerade Strom, indem ich an der Kurbel drehe, Ernie. Und sieh mal genau hin, wenn ich aufhöre zu kurbeln.
geht auch die Lampe aus. Hm. Das ist wirklich sehr interessant, Bert. Ja, nicht wahr? Ich habe das Experiment mal aufgezeichnet. Die Sache funktioniert folgendermaßen. Wenn ich an dieser Kurbel drehe, erzeuge ich Strom. Dieser fließt dann zur Lampe und bringt sie zum Leuchten. Ernie, was machst du denn da? Mach bitte nichts kaputt, ja? Oh, das würde ich doch nie tun, Bert. Ich habe mich nur gefragt, ob du vielleicht noch einmal drehen könntest. Haha, nichts leichter als das. Wie ihr seht, drehe ich die Kurbel und die Lampe leuchtet. Nicht? Aber das, was ist denn das jetzt? Tja, vielleicht musst du einfach etwas schneller drehen, Bert. Oh, gute Idee, danke, Ernie. Und, leuchtet sie jetzt? Oh nein, Bert, da leuchtet nichts. Ich denke, du musst noch schneller kurbeln. Ich verstehe das nicht. Oh, fertig, Bert. Du kannst jetzt aufhören zu kurbeln. Ach, ein tolles Experiment. Und dass das auch mit Toastern klappt, Bert, wirklich klasse. Oh.